Ja, hallo, ich bin's, Philipp Bartemes, und ich möchte mit euch heute mal ein Auge auf die Gummifische werfen. Kleines Wortspiel, warum? Ihr alle kennt das. Wir kaufen Gummifische. Schätzt, die sehen so aus, wunderbare Fische, aber man möchte doch lieber so ein Auge auf dem Fisch haben. Jetzt kann man Gummifische versuchen zu bemalen, zum Beispiel mit einem Edding, Filzstift, sonst was. Das funktioniert immer nur kurz. Das heißt, dieses Bemalte, das geht häufig wieder runter. Und wir haben also die Problematik, wie wir so ein Auge auf den Gummifisch bekommen. Ich habe hier mal so ein paar Musteraugen besorgt. Die kann man überall im Angelladen kaufen oder online bei eBay. Und diese Augen sind zum Aufkleben. Das heißt, ich ziehe hier eins ab, klebe das auf meinen Gummifisch. So, wunderbar. Und das sieht erstmal ganz cool aus. Das Problem dabei ist, dass diese Augen so gut wie gar nicht halten. Das liegt an den Weichmachern, die in den Gummifischen drin sind. Die sorgen dafür, dass der Kleber so gut wie gar nicht hält. Das heißt, erster Wurf und das Auge ist vom Fisch wieder ab. Wie man das Auge jetzt aber hier doch dauerhaft befestigen kann, das möchte ich euch jetzt zeigen. Ich brauche dazu einige Werkzeuge. Ich brauche eine Nadel, eine spitze Nadel, einen Schraubenzieher, einen kleinen. Ich brauche ein Feuerzeug und eine Zange. Dann brauche ich noch was, nämlich Angelschnur. Ich habe hier eine sehr dicke und auch schwarze Angelschnur. Die ist von Kormoran zum Wallerangeln, ist eine 50er Dicke. Wichtig ist monophile Schnur. Und in der Farbe schwarz. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Davon brauchen wir im Grunde nur ganz wenig. Ein kleines Stückchen, hier so auf 5 cm, reichen eigentlich aus. So einen kleinen Faden habe ich jetzt hier mal abgeknipst. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Und damit arbeiten wir jetzt. So, als erstes nehme ich mir eins von diesen Augen, lege das auf meine Zange. Warum lege ich es auf die Zange? Ganz einfach, weil ich hier ein Loch reinbohren möchte, und zwar mit dieser Spitze. Einfach Zange. Auge drauf und Loch hinein. So sieht das Ganze dann aus. Das Ganze jetzt so ein bisschen weiten. Dann ziehe ich die Nadel raus und stecke den Faden durch das Auge. So sieht das Ganze dann aus. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Faden durchs Auge. So, jetzt halte ich das Ganze hier fest und schmelze den Faden oben an. So, der schmilzt, dann nehme ich ganz schnell meinen Nehme ich den Schraubendreher, und mit dem Schraubendreher drücke ich den geschmolzenen Faden hier oben platt. Dadurch habe ich dann das Auge an einer Seite schon mal an dem Faden fixiert. So, jetzt nehme ich meinen Gummifisch und überlege mir, wo ich hier das Auge haben möchte, und an der Stelle, wo das Auge hin soll, steche ich ein Loch durch den Gummifisch durch, sodass die Nadel an der anderen Seite wieder rauskommt. Jetzt nehme ich meinen Faden mit dem Auge
legt den Faden hier an diese Nadel dran. Man kann das auch sicherlich eleganter lösen, zum Beispiel mit einer Ködernadel, indem man den Faden dann da einfach durchzieht, weil nur darauf kommt es an, dass der Faden hier durch den Gummifisch wieder durchgeht. Auf der einen Seite rein, auf der anderen Seite wieder raus. So, geschafft. Da haben wir es. Und jetzt sieht das Ganze so aus, dass ich auf der Seite schon mal das Auge dran habe. Und auf der Seite ist der Faden. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Und ja, jetzt nehme ich mir von meinem Blatt das nächste Auge. Steche da wieder ein Loch rein, wie gehabt. Möglichst mittig. Zack. So. Weite das Ganze ein wenig und steche es wieder hier durch. So, jetzt ziehe ich das Ganze hier ran, knipse jetzt den Faden so ab, dass da noch ungefähr ein halber Zentimeter, etwas weniger vielleicht, stehen bleibt. Jetzt lege ich das Ganze auf den Tisch. Jetzt brauche ich die Kneifzange. Öffne die leicht und drücke den Gummifisch zusammen. So, jetzt halte ich den Gummifisch und hier kommt ein Stückchen von dem Faden raus. Jetzt mache ich das im Grunde wie eben. Ich brauche wieder meinen Schraubenzieher und das Feuerzeug. Das heißt, ich schmelze den Faden. So, und drücke das Ganze mit dem Schraubendreher schön platt. Eben abkühlen lassen. 1, 2, 3, 4, 5 Sekunden. Und dann die Zange rausnehmen. Und fertig ist mein Gummifisch mit wunderbaren Augen und diese Augen halten bombig. Ich kann den knicken, ich kann den drehen, ich kann damit machen, was ich will. Das also, wobei normalerweise die Augen, wenn die aufgeklebt sind, immer abgehen, passiert alles nicht. Ich kann hier vorne einen Jig-Haken reinmachen, das kann sich hier ein bisschen noch ausdehnen. Diese Augen halten wunderbar. Wenn man sich das jetzt nochmal vergleicht und anguckt, ja, welcher Fisch gefällt einem besser? Ich würde sagen, der mit den Augen. Ja, viel Spaß beim Nachmachen und guckt euch doch auch mal meine anderen Tipps an, die ich auf meinem Kanal bei Angelabenteuer so gegeben habe. Bis später.